Ja, danke, Raswan. Hallo zusammen auch von meiner Seite. Schönen Abend und freut mich natürlich sehr, dass wir wieder so viele Besucher haben. Und was mich besonders auch freut, ist, Dirk, dass du dabei bist und dir die Zeit nimmst, deine Erfahrung, dein Wissen uns mitzugeben. Vielen Dank, dass du dabei bist. Sehr gerne. Für alle zum Ablauf. Wir haben im Prinzip uns zwei Themenbereiche abgesprochen. Das erste wäre so bezüglich Spielerentwicklung und das zweite dann Richtung defensive Prinzipien. Und dann können wir natürlich auch alle weiteren Themen, Fragen, die ihr habt, mit aufgreifen in den nächsten 60 bis 90 Minuten. Dirk, wenn es für dich okay ist, habe ich gedacht, fangen wir zuerst ein bisschen damit an, zu deiner Person und so deine Laufbahn etc. Ich habe gedacht, ich fange mal ziemlich früh an und frage mal nach, wie du überhaupt nach Fresno State gekommen bist. Da hast du ja als Assistenztrainer ein paar Jahre, zwei Saisons, wenn ich mich richtig erinnere, gearbeitet. Wie kam es dazu und was hast du da so mitgenommen? Ja, erstmal hallo zusammen. Freut mich sehr, bei euch zu sein. Ich habe mich damals, das war Mitte der 80er Jahre, als mir klar war, dass ich, um als Spieler vielleicht den nächsten Schritt zu machen und noch in der ersten Liga spielen zu können, einen besonderen Schritt machen müsste. Und das hat sich ja bis heute nicht verändert. Die USA, der amerikanische Basketball, eine hohe Anziehungskraft auf mich hatte mit den üblichen Postern von Moses Malone und Dr. J an der Wand. Dachte ich müsste versuchen, als Walk-on dort eine Mannschaft zu finden, in der ich spielen kann. Und damals gab es ja, wie ihr alle wisst, kein Internet, und deshalb hab ich mir ein amerikanisches College-Magazin gekauft und sah, dass Fresno State University eine der Mannschaften war, die auf hohem Niveau verteidigt hat, und dachte in naiver Weise, dass ich aufgrund der Stärken in meinem eigenen Spiel da vielleicht eine Chance hätte zu spielen. Ich habe mich dann beworben für ein Stipendium bei den Rotariern, habe dieses Stipendium für das Studium der Sportwissenschaften an der Uni in Fresno erhalten und wurde dann zusätzlich, weil ich dort 2 Jahre vorher hauptamtlicher Jugendtrainer bei Bayer Leverkusen war, von Bayer ein Stipendium erhalten. Und mit dieser Hilfe von zwei Seiten ausgestattet, bin ich dann mit dem Zug nach London, habe da 2 Tage gewartet, bis mein Standby-Ticket dann gültig wurde, und bin dann nach LA geflogen, kam dort an und habe in der Zeitung gelesen, dass UCLA gegen USC spielen würde, und bin dann von meinem Hotel downtown zu Fuß zum Forum gegangen, wo dieses Spiel stattfand. Dass ich da nicht sozusagen, weil es kein richtig gutes Viertel war, überhaupt lebend angekommen bin, war schon ein großer Glücksfall. Und gut, also ich durfte dann ein bisschen an der Seitenlinie stehen beim Training von Fresno State und habe dort Ron Adams, der damals Assistenztrainer war, er war gerade aus Belgien zurückgekehrt, hatte deshalb so auch eine ganz besondere Verbindung zu Europa kennengelernt, und ja, der hat mich so ein bisschen unter seine Fittiche genommen. Das Gleiche galt für meinen Professor an der Uni, bei dem ich Coaching Basketball belegt habe, Ed Gregory. Beide sind heute noch sehr, sehr gute Freunde, und Ron Adams war ja über viele Jahre lang einer der defensiven Gurus in der NBA, und
Nachdem Ron dann 3 Jahre später ein Cheftrainer wurde, hat er mir angeboten, dort als Grad Assistant in meinem ersten Jahr zu arbeiten. Das heißt unbezahlt, quasi, aber mit voller Stelle. Und im zweiten Jahr dann als Part-Time Assistant. Aber auch das hieß halbe Bezahlung, aber trotzdem natürlich 24/7. Und ja, das war ein großer Glücksfall, zeigt aber auch, glaube ich, für junge Trainer, dass man unbequeme Wege gehen muss, dass man Wege gehen muss, von denen vielleicht andere glauben, dass sie ins Nichts führen. Also man muss ganz mutig sein, weil wenn man selber Türen öffnet, dann öffnen sich fast immer für einen weitere Türen. Und insofern war sozusagen diese Entscheidung, den Schritt zu gehen und 2 Jahre oder insgesamt dann 3 Jahre in 5 Jahren in der USA zu sein, ohne zu wissen so wirklich, was danach passiert. Ich glaube, das war entscheidend für all das, was da später gekommen ist. Und dann war ich ja ein Jahr lang Assistenztrainer bei Jim Kelly und wurde dann Cheftrainer bei Bayer Leverkusen mit 31. Und okay, also so viel zu den 3 Jahren in den USA. Und gab es irgendwelche Schlüsselerlebnisse in der Zeit, die dich heute noch prägen oder auf die du heute noch reflektierst? Absolut. Es gibt ganz viele Dinge, an die ich in diesen Jahren gelernt habe von Ron Adams, die meine Philosophie über die ganzen Jahre geprägt haben. Sicher kommen dann ganz viele Dinge dazu, wenn man Europa Liga und BBL und so arbeitet und coacht, dann macht man viele Erfahrungen und die runden das Ganze natürlich dann sehr ab. Und natürlich sind die Überzeugungen heute ein bisschen anders, als sie es waren, als ich aus den USA wiederkam. Aber das Verständnis dafür, dass Verteidigung einen hohen Einfluss auf Sieg und Niederlage und einen noch höheren Einfluss auf die Möglichkeit, Meisterschaften zu gewinnen, hat. Das hat sich dort entwickelt. Es hat sich sicher dort entwickelt auch ein Fokus auf die Kleinigkeiten im Spiel, so Details, die gerade wichtig sind, auch für die Verteidigung, nicht nur für den Angriff, auch für die Verteidigung gerade, was die Grundlagen und die Fertigkeiten der Fußarbeit, der Winkel, der Position auf dem Feld, all diese Dinge angeht, also den Blick und den Fokus aufs Detail und natürlich der Fokus darauf zu vermitteln und zu teachen, anstatt sich nur oder zu einem großen Anteil als Coach zu verstehen. Und das, glaube ich, ist gerade in der Zusammenarbeit ja auch mit jungen Spielern ein ganz wichtiger Ansatz. Nicht zu glauben, dass man den Kindern oder Jugendlichen einen Gefallen tut, indem man ihnen besonders klug aussehende und gescheit aussehende Systeme beibringt, sondern indem man ihnen vermittelt, wie man europäisch, sage ich jetzt mal, verallgemeinernd Basketball spielt, die Bedeutung von Ballbewegung, die Bedeutung von klugem Entscheidungsverhalten, die Bedeutung davon, mit dem Ball nicht Gras platt zu machen, sondern den Ball in der Luft zu halten. All diese Dinge sind, glaube ich, viel, viel wichtiger. Die Bedeutung von Teamwork, sowohl offensiv als auch defensiv, sind, glaube ich, viel wichtiger als die Vermittlung irgendwelcher Systeme, insbesondere offensiv. Und so dieser Fokus oder diese Fokussierung auf die Details, die Fokussierung darauf, das Spiel beizubringen und nicht Systeme zu vermitteln, die Fokussierung auf die Bedeutung von Verteidigung und natürlich, weil schon damals College-Basketball, wir hatten 5 Assistenztrainer und so weiter, extrem professionell war, also auch zu verstehen, wie professionell Profitrainer zu arbeiten haben und was Profitrainer eigentlich wirklich bedeutet, nämlich nicht den ganzen Vormittag darauf zu warten, dass das erste Training kommt und dann eine grobe Vorstellung von dem zu haben, was da passieren soll und
dann sich 4 Stunden Pause zu gönnen und dann so etwas Ähnliches nochmal am Abend zu tun, grobe Vorstellung und dann Training, sondern ja, es ist 24-7 und der erste Gedanke am Morgen gilt der Weiterentwicklung der Mannschaft oder von Spielern und der letzte Gedanke am Abend gilt der Weiterentwicklung von Spielern und Mannschaften und auch das war sicher eine wichtige Erfahrung. Gibt es irgendwelche spezifischen Prinzipien, die du durchgängig behältst? Also ich kann mich noch an die Zeit, wo du Bundestrainer warst, da habe ich meine Trainerkarriere angefangen und da war mit dazu zum Beispiel ein wichtiges Prinzip bei der Flügelverteidigung. Weiß nicht, ob das das richtige Beispiel ist, aber gibt es solche Prinzipien, die heute auch noch anhalten? Ja, die gibt es natürlich. Also für mich sind 2 Dinge ganz entscheidend. Natürlich muss das Personal der Mannschaft die athletischen Voraussetzungen, auch die kognitiven Voraussetzungen, also um bestimmte Schemes sauber umsetzen zu können, brauche ich eben auch eine bestimmte Form von Aufmerksamkeit und auch die Fähigkeit, Informationen schnell zu verarbeiten, all diese Dinge. Also davon hängt natürlich immer die Struktur und damit auch die Konzepte, die Schemes einer Mann-gegen-Mann-Verteidigung ab. Aber im Prinzip gilt immer noch Position Pressure am Ball, also so viel Druck auf den Ball auszuüben, ohne relativ ständig vom Ballbesitzer geschlagen zu werden. Also eine intelligente Form von Druck aufzubauen. Ich erinnere mich an beispielsweise oder Saisons, in denen wir vor allem dann gegen Alba Berlin als stärkste Mitkonkurrenten in die Meisterschaft mit Bayer Leverkusen gekämpft haben. Und das Prinzip von Svetislav war eher, extremen Druck auf den Ball auszuüben, um das Ziehen zu erzwingen und darüber bestimmte Rotationen und Formen von Hilfe zu bekommen, die man dann ausnutzen will. Wir haben das im Grunde einerseits natürlich durch offensive Struktur, aber auch an bestimmte offensive Strukturen, aber andererseits eben auch darüber konterkariert, dass wir Aufbauspieler verpflichtet haben, die unter Druck nie nervös geworden sind und die, selbst wenn sie gezogen sind gegen massiven Druck, immer in der Lage waren, die richtige Entscheidung zu treffen. Also auch diese Option gibt es ja und es gibt andere Optionen, ja möglicherweise den Ball erst an der Birne aufzunehmen oder so. Aber für mich war immer wichtig, Druck auszuüben, weil die Idee aus meiner Sicht muss immer sein, über 40 Minuten einen Gegner müde zu machen, ihn zu frustrieren, weil es gibt im Basketball, glaube ich, nichts Schwierigeres und nichts Frustrierendes, als wenn du nicht scoren kannst. Und wenn du dich unwohl fühlst im Angriff und wenn die Dinge, die du gewohnt bist zu bekommen, einfach nicht funktionieren, weil der Druck zu stark ist. Und so das ist das eine. Und das andere ist, wir nennen das Disruption, also extrem zu versuchen, und die beiden Dinge gehen natürlich auch Hand in Hand, den Gegner aus seinen gewohnten Strukturen herauszubringen. Und das geht eben im Anspielweg stehen, in Situationen, vielleicht können wir da gleich noch drüber reden, kannst auch gleich sagen, wie ihr wollt. Und diese Kombination aus kontrollierter Hitze einerseits und dann dem extremen Versuch, disruptiv zu sein, das sind so die Dinge, die wir schon bei Fresno State gemacht haben und das ist jetzt kein neues Erfinden des Rades natürlich, aber die für mich immer eine hohe Bedeutung hatten. Sicher auch die Verbindung von defensiver Qualität und defensivem Einsatz, wobei
da man als Trainer natürlich dann auch jeden anders bewerten muss. Ne? Also der eine kann eben dann auch nur aufgrund vielleicht athletischer Limitierungen nur so viel Druck ausüben, ohne geschlagen zu werden und so weiter und so fort, als der andere. Aber im Rahmen der individuellen Möglichkeiten muss ich als Trainer fühlen und sehen, dass sich da der Spieler richtig engagiert und reinhaut. Und so die Verbindung von Spielzeit und defensiver Verlässlichkeit und defensiver Energie, auch die war mir immer wichtig. Und ja, wir haben ja jetzt das Thema schon angesprochen. Ich glaube, wir können ruhig bei Defense bleiben und dann immer zurückkommen. Du hast es angesprochen, bestimmte Passmöglichkeiten zu verhindern, um den Gegner zu disrupten, sage ich mal jetzt auf Englisch. Gibt es bestimmte Optionen, die du versuchst wegzunehmen generell? Oder? Markus, ich will die Frage gleich beantworten. Ich will aber, weil ich das auch wichtig finde, weil ja auch wahrscheinlich viele Jugendtrainer dabei sind heute Abend, noch einfach mal so über ein paar Prinzipien zu reden, die ich glaube, in der Vermittlung von Verteidigung wichtig sind, nach meiner Erfahrung. Ja. Und dann komme ich natürlich auch gerne auf deine Frage nach, wie und wo und wann das im Anspielweg sein und Pässe verhindern und so zurück. Mein erster Punkt wäre, dass ich gerade, wenn es um die Vermittlung von Verteidigung geht, glaube, dass es immer besser ist, wenn der Trainer von vorne führt. Was meine ich damit? Führung von hinten bedeutet die Peitsche. Führung von vorne heißt Geschirr anlegen und ziehen. Und so über das eigene Beispiel ein hohes Maß von Energie und Motivation in die Mannschaft zu bringen. Anstatt viel zu schimpfen, zu bestrafen, also sozusagen Angst vor möglichen negativen Konsequenzen als wichtigsten Motivator zu nutzen. Also mein erster Ratschlag wäre, führt von vorne. Das Zweite, ich habe es ja gerade schon kurz erwähnt, ich glaube, dass es wichtig ist, einen hohen Fokus auf die Kleinigkeiten, die Details zu legen. Ron Adams hat das genannt, the critical teaching eye, also ein Auge dafür zu entwickeln, was macht der Spieler falsch, wie muss er sich verbessern und mit Fehlern immer konstruktiv umzugehen. Beispiel, ein junger NBBL-Spieler wird ständig von einem guten Dribbler geschlagen. Und ich glaube, es ist immer besser, ihm zu sagen, ihn zur Seite zu nehmen und ihm zu sagen, mach es lieber so, als ihn anzuschreien und ihm zu sagen, warum hältst du deinen Mann nicht vor dir? Oder halt doch endlich mal oder so. Sondern ich glaube, diese Appelle sind eher nutzlos, es sei denn, der Spieler spielt einfach nicht intensiv und mit zu wenig Einsatz, dann muss man sich überlegen, was man tut. Konstruktiv zu sein in seiner Kritik und Verbesserungsvorschläge und Ideen zu geben, das ist, glaube ich, immer der richtige Weg. Ich will noch mal ein Beispiel, damit keiner denkt, ja, aber ist das wirklich zielführend und macht man das auf einem hohen Niveau? Das machen sicher nicht alle. Alles gut, könnt ihr mich hören, ja, Markus? Ah. Beispiel, Vorbereitung der Nationalmannschaft, ich weiß nicht mehr, auf welchen großen internationalen Wettbewerb. Und wir haben eine ganz simple Verteidigungsübung gemacht, wie ganz häufig am Anfang der Verteidigungseinheit. Der Verteidiger steht auf der Splitline, also auf der Linie, auf der Korb-Korb-Linie, rollt den Ball zum dann neuen Angreifer, macht einen Closeout, versucht auf die schwache Hand zu drücken damit
also über den Winkel der Füße und so weiter. Da gibt es dann viele Dinge, aber das wisst ihr sicher alles, die im Detail zu beachten sind. Dann dieses Zigzag, Zickzack auf die andere Seite, auch mit bestimmten Vorgaben, auch im Detail. Und dann eben sozusagen der Belly Up, Dead Stance, wie immer man das nennen will, wenn der Dribbler den Ball aufnimmt. Und Dirk hat diese Übung gemacht. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, wenn ich die Hände hochnehme. Aber wenn er gegen den Dribbler verteidigt hat, der das Dribbling aufgenommen hat, dann hat er die Hände so gekreuzt, weil das die Vorgabe von Avery Johnson war bei Dallas. Der fand, dass es wichtig war, diesen Scheitelpass wegzunehmen, wichtiger als alle Pässe außerhalb dieser Vertikalen. Und also das nur als Beispiel dafür, wie auch, nicht bei allen Trainern, aber bei einigen, und das Spieler dann auch durchaus umsetzen, so dieser Fokus auf die Fokussierung auf Details wirklich bis ins Kleinste geht. Okay, dritter Punkt wäre, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man es als Trainer einfach hält. Dass man die Mannschaft, und das gilt für jedes Niveau, da abholt, wo sie stehen, sie nicht überfordert, sozusagen in dem Versuch, all das zu transportieren, was man selber gelernt hat, gesehen hat, sondern die Dinge auf das Wesentliche herunter zu dampfen, nämlich auf die Dinge, die defensiven Erfolg am Ende entscheiden. Und da vor allem auch so in diesen vortaktischen oder taktischen Strukturen, gerade bei jüngeren Spielern, aber ich sehe das auch bei absoluten Profimannschaften, nicht zu komplex zu werden, weil wenn Spieler, anders als im Angriff, jedenfalls für bestimmte Positionen, wenn Spieler in der Verteidigung denken müssen, sind sie immer einen Schritt zu langsam, immer. Und insofern ist es wichtig, die Komplexität ganz langsam zu steigern und sicherzustellen, dass die Spieler, wenn sie in den Wettkampf gehen, immer quasi instinktiv reagieren können, weil die Vorgaben Teil ihrer DNA geworden sind. Mein vierter Punkt wäre, ich habe es gerade schon gesagt, immer darauf zu achten, dass es nicht darauf ankommt, welche Prioritäten ich selber habe als Trainer, was ich denn gerne würde, machen würde, sehen würde. Das ist eine notwendige Voraussetzung. Am Ende muss aber immer das Spielerpotenzial entscheiden. Das gilt jetzt nicht für die Entwicklung von Jugendmannschaften so sehr, sondern gilt dann eher für den Profisport. Die Spieler müssen immer mein System sein, offensiv wie defensiv. Ich glaube, dass ein zu starkes Dogma nie erfolgreich sein kann. Und nochmal, das Gleiche gilt eben auch für die Verteidigung. Ich kann defensiv ganz anders operieren, wenn ich einen Patrick Femerling unter dem Korb habe, als wenn ich vielleicht einen für seine Position zu kleinen Spieler habe, der die Fähigkeit, Würfe zu blocken, Würfe zu verändern, den Korb zu schützen, nicht so hart, wie das andere können. Ich glaube, das ist normaler Menschenverstand. Erwähnen wollte ich es trotzdem. Und das erlaubt natürlich dann auch sehr unterschiedliche Formen oder einen unterschiedlichen Grad von Druck auf den Ball beispielsweise oder von Aggressivität im Wegnehmen von Passwegen. Über die beiden anderen Punkte habe ich bereits gesprochen. Ich will noch kurz reden über den Lernprozess. Also wie organisiere ich Lernprozess? Erstens, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man Spieler immer da abholt, wo sie gerade sind und nie zu viel voraussetzt. Ich glaube, das ist einer der größten Fehler, den wir machen, dass wir viel zu viel voraussetzen, glauben, dass es Inhalte sind, die sie beherrschen. Das ist dann nicht der Fall, da muss man wieder zwei Schritte zurück. Also immer da die Spieler abholen, wo sie bereits sind und nicht zu viel voraussetzen. Das Zweite ist,
das brauche ich eigentlich nicht zu sagen, ich sage es trotzdem, immer im Blick haben, dass ich vom Bekannten zum Unbekannten mich entwickeln muss. Also immer wieder mit den Dingen im Trainingsprozess anfangen, die bekannt und vielleicht auch schon automatisiert sind, und sich dann zu bewegen, und zwar in kleinen Schritten zum Unbekannten und Neuen. Und das Zweite wäre immer auch in kleinen Schritten der Prozess vom Einfachen zum Komplexen. Und das Gleiche gilt gerade bei der Verteidigung von Grundlagen oder von Schemes defensiv. Den Grad der Aggressivität und der Intensität schrittweise zu erhöhen. Weil sonst findet kein Lernprozess statt. Wenn ich von Anfang an und immer nur Aggressivität und Intensität fordere, dann kann ich unmöglich besser werden in der Ausführung von Schemes und in meinen defensiven Grundlagen. So, diese Dinge waren mir wichtig. Ich glaube, es ist wichtig, dass ich zwar als Trainer eine große Rücksicht nehme auf den Status quo, also wo sind meine Spieler, was bringen sie mit, aber gleichzeitig muss ich, und das kann ein über Jahre dauernder Prozess sein, ein kohärentes und logisches defensives System entwickeln, in dem alle Puzzle des Gesamtbildes Verteidigung kohärent und logisch zueinander passen. Also ich darf mir innerhalb meines eigenen Systems beispielsweise nicht widersprechen. Das wäre sicher eher nachteilhaft. Grundsätzlich glaube ich, dass wir gerade in der Vermittlung von Verteidigung drei Kriterien zu erfüllen haben als Trainer. Ich sage das mal auf Englisch. Teach, inspire, demand. Die drei Dinge. Nicht coachen, aber vermitteln und lehren, beibringen. Hohe Ansprüche haben an Ausführung und an Intensität, wenn Dinge automatisiert und internalisiert sein müssten. Und da auch sehr klar sein in den Leitplanken, die man setzt, über die auch keiner drüber springen darf. Und dann letztens Motivation und Inspiration. Und nochmal, nicht mit der Peitsche, sondern immer von vorne. Ich glaube auch, dass es hilft, auch bei jüngeren Spielern schon, wenn man, ich sage es wieder auf Englisch, coach the why. Also immer auch erklären, warum so und warum nicht anders. Weil, und das gilt wahrscheinlich deutlich mehr für ältere Spieler, vielleicht auch schon für NBBL und JBBL als für die ganz Jungen. Ich glaube, je besser ich ein Verständnis habe für das, was von mir erwartet wird, und je mehr ich mich diesem Weg anvertrauen kann, weil ich ihn verstehe, umso größer wird mein Engagement in der Ausführung sein. Und das Letzte, und das glaube ich, passiert vor allem über die ständige Kommunikation mit den Spielern, auch die Anteile, die Verteidigung im Training hat, den Spielern deutlich zu machen, dass die Defensive eine Einstellung ist, dass sie einen Wert hat, dass sie einen Wert für Sieg und Niederlage hat, dass Teamwork für Verteidigung extrem wichtig ist und deshalb nichts mehr die Bedeutung von Teamwork abbildet, als der Zusammenhalt, die gegenseitige Hilfe in der Verteidigung. Das sind Dinge, die ich noch schnell loswerden wollte. Und das Letzte wäre, dass es, glaube ich, notwendig ist, einen klar definierten Plan, kurz-, mittel- und langfristig für die Entwicklung einer Verteidigung zu haben. Das versteht sich von alleine, wird aber, glaube ich, trotzdem häufig übersehen. Es darf nicht so sein, dass ich nicht so von Spiel zu Spiel hangle. Ja, was war denn heute schlecht? Oh, Rebounding, dann machen wir jetzt eine Woche Rebounding. Sondern, dass ich einen relativ klar definierten Plan habe, dass es so etwas wie eine grobe Periodisierung gibt, damit zum Beispiel
und das gilt für den Profisport, ich alle meine Entchen in der Reihe habe und alle die Inhalte sauber vermittelt habe und weiß, dass sie auf einem hohen Niveau automatisiert sind und dadurch im Wettkampf auch abrufbar sind, wenn die Playoffs kommen. Und das geht nicht, wenn ich so sporadisch ad hoc immer wieder mal mich neu entscheide, sondern es geht nur, wenn ich einen relativ klar definierten Plan nochmal kurz-, mittel- und langfristig für die Vermittlung meiner Verteidigung habe, damit dann am Ende sozusagen das Gesamtgemälde wirklich stimmig ist und einen hohen Anteil für eine erfolgreiche Saison haben kann. Ich würde jetzt nochmal dann deine Frage beantworten wollen. Also es gibt im Wesentlichen, ich glaube vier, wenn ich jetzt nicht verzähle, vier Bereiche, in denen wir erwarten, dass unsere Mannschaft so diesen extra Schritt oder diese extra zwei Schritte, diese extra 10% investieren, um dieser Erwartung auch gerecht zu werden. Und das ist das Erste, wir versuchen immer sehr hart, den ersten Pass in einen Angriff wegzunehmen. Das Zweite ist, wir versuchen sehr hart, Elbow Catches, also das Fangen des Balles am Ellbogen und das Fangen des Balles im Low Post zu verhindern. Das Dritte ist, wir versuchen zu verhindern, dass Mannschaften einfach den Ball von einer Seite auf die andere Seite bringen, ohne dass wir sie zumindest verlangsamen, zu einem deutlich höheren Winkel beim Fangen des Balles oder vielleicht sogar idealerweise zur Unmöglichkeit des Wechselns der Seiten zwingen. Und das Dritte wäre, jede Mannschaft hat ja immer nach dem Ballerhalt eines bestimmten Spielers eine sozusagen gewünschte nächste Option. Und diese Option wegzunehmen, indem man auch gegen indirekte Blocks beispielsweise extrem aggressiv verteidigt und sozusagen den nächsten gewünschten Pass wegnimmt, um dadurch den Rhythmus eines Angriffes zu zerstören und die nächste gewollte Option erst gar nicht sich entwickeln zu lassen. Das sind, was jetzt nicht, ob es vier waren, aber das sind so insbesondere die Bereiche, in denen wir versuchen würden, aggressiv den Anspielweg zu verteidigen. Ja, vielen Dank, Dirk, also erstmal für deine ausführlichen Punkte bezüglich der Defense. Da habe ich auch gleich ein paar Nachfragen, beziehungsweise Razvan, kam schon was im Chat dazu? Ja, genau. Wir haben eine Frage von Anna. Anna, du kannst sie jetzt stellen. Hi, Moment, Video an. Meine Frage ist, hallo, meine Frage ist, wie kann ich denn im Training die Intensität von Defense erhöhen? Also gibt es Methoden oder Herangehensweisen? Also ich sage mal, meine Mannschaft befindet sich in einem gewissen Daddel-Modus und das ist im Endeffekt meine Frage. Also wie kann ich da rangehen, jetzt außer über die Kopfarbeit des Verstehens, sage ich mal. Ja, also verstehen bringt ja wahrscheinlich nicht so richtig viel dann, sondern nochmal erstens glaube ich selber darüber, wie man Verteidigungsübungen präsentiert, wie man agiert, wenn die Mannschaften diese Verteidigungsübungen ausführt, ob ich da mit verschränkten Armen stehe und mir das Ganze anschaue, wie das Fußballtrainer ja gerne machen, ob ich da aktiv involviert bin und mich bewege und wenn ich demonstrieren will oder muss, das dann auch mit der notwendigen Energie und dem notwendigen Einsatz zu tun. Also nochmal, vor allem Führung von vorne. Ich glaube, habe es zwar gerade schon gesagt, aber will das nochmal sagen, merke das auch, weil ich es ja auch schon relativ lange machen, wie sich da die Generationen verändert haben. Also es gab sicher Generationen von Spielern in den 90er Jahren, insbesondere die ohne einen hohen Druck von hinten
eher wenig getan haben, die auch nicht an dem Why, an dem Warum interessiert waren. Aber in den Jahren hat sich das aus meiner Sicht vollkommen verändert. Und ich glaube, je mehr, also gerade im Profibereich, bei den Kindern will ich gleich nochmal drauf kommen, je mehr du schreist, desto eher oder schneller verlierst du Respekt. Ich glaube, dass die Methoden, so wie sie früher funktioniert haben, mit Drohungen, mit ständigen Bestrafungen, mit Anschreien und so weiter und so fort, dass die nicht mehr funktionieren, sondern eher zur Demotivation. Und nochmal, das viel wichtiger ist, zu einem Verlust an Respekt vor dem Trainer führen. Bei Kindern würde ich sagen, das Allerwichtigste aus meiner Sicht ist, dass sie nach Hause kommen und zwei Dinge sagen können. Erstens, ich habe etwas gelernt und zweitens, es hat Spaß gemacht. Und ich glaube nicht, dass es Spaß macht für einen Zwölfjährigen, wenn er für jeden Fehler dann auch noch relativ aggressiv oder laut kritisiert wird, wenn er bei einem Fehler Sprints machen muss, Suicides und so weiter. Ich glaube, wir verlieren diese Spieler oder sie haben mit spätestens 18 keine Lust mehr. Und und wenn ich mir ansehe, wie voll der Teller von den Jugendlichen ist und wie schwierig es heute ist, Jugendlicher zu sein mit den sozialen Medien und so weiter, dann würde ich sagen, muss der Sport eher ein Bereich sein, in dem es diese ganzen Stressoren nicht gibt und in dem sie den Trainer als Förderer wahrnehmen, als jemand, der sich um sie kümmert, dem sie wichtig sind und nicht als jemanden, der sie dann für jede Untat bestraft. Also auf beiden Ebenen, Jugendliche und Profis, würde ich sagen, führt mit dem eigenen Beispiel, seid engagiert, seid gut vorbereitet, steht da nicht in Jeans und all diese Dinge, was von euch sicher keiner machen würde, von euch sicher keiner macht, sonst wärt ihr jetzt hier nicht dabei. Aber ich glaube, das wäre wichtig. Das Dritte ist, es gibt sicher immer einen Punkt, wo Drills für die Spieler zu langweilig werden und es darauf ankommt, dass man Übungen macht, in der sie wettkämpfen. Weil Wettkampf macht immer Spaß, jeder will immer gewinnen, das ist so. Und wenn man sich im Wettbewerb befindet, dann vergisst man vielleicht auch, dass man gerade an Verteidigung arbeitet. Also, nicht wahr, so Übungen wie 1 gegen 1 gegen 1, wo drei Leute um den Rebound kämpfen und man spielt auf drei Körbe und so weiter. All diese Dinge, wo es darum geht, im 3 gegen 3 oder 1 gegen 1 zu gewinnen, anstatt nur so irgendwelche stupiden Übungen zu machen, um bestimmte Fertigkeiten zu automatisieren, das glaube ich wäre das Dritte, was man tun kann. Dankeschön. Und wenn gar nichts geht, naja, kann man heute nicht. Aber dann hätte ich gesagt, wenn gar nichts geht, mal Fußball spielen oder ein Eis essen. Danke. Sehr gerne. Anna. Wir hätten noch eine Frage von Marco. Marco, kannst du jetzt die Frage stellen? Ja, moin, erstmal aus Hamburg. Hamburg, Donnerwetter. Ja, dir kurze Frage. Und zwar, du sagtest ja, dass du Automatics in der Defense hast. Ich habe so eine speziellere Frage. Und es ist ja so, dass die Offense immer mehr in die Closeouts oder die Closeouts will und die attackiert. Mhm. Sprich, umso mehr man das halt auch trainiert, umso besser wird es halt, umso schwieriger wird es halt für den Defense-Spieler in den Closeout überhaupt zu gehen. Wie gehst du mit den Automatics dann um und stellst du das dann auf den Spieler ein, der dann gegen die Offense spielt, also wenn du den Offense-Spieler hast und du siehst es, oder sagst du, gehst du dann von den Automatics weg? Also erstmal ist die Frage ja absolut berechtigt und richtig, 100% richtig. Das Ziel von Angriff ist ja ganz häufig, die Verteidigung zu bewegen und entweder in Rotationen oder in Close-Out-Situationen zu bringen, ganz klar. Und,
und dann diese zu attackieren. Dieser Entwicklung, glaube ich, müssen offensive Spielpläne, oder nicht offensive, sondern defensive Spielpläne Rechnung tragen. Das heißt, wenn wir vielleicht, als ich in Bamberg war, den Pick and Roll sehr aggressiv, zum Teil mit Doppeln verteidigt haben, versuchen wir heute eher beispielsweise eine Pick and Roll Situation 2 gegen 2 zu verteidigen oder jedenfalls so zu verteidigen, dass es keine langen Closeouts und erst recht keine Rotationen geben muss. Die sehen, wenn sie funktionieren, zwar immer extrem sexy aus, sind aber eben in 8 oder 7 von 10 Fällen nicht erfolgreich. Das ist das eine. Das andere, das ist das gleiche Prinzip, gegen Ziehen, beispielsweise Ziehen an der Grundlinie und so weiter, haben sich diese Automatismen so verändert, dass wir auch versuchen, nicht mehr in Rotationen zu kommen. Und das Konzept, das wir da nutzen, nennen die Amerikaner Paint Switch. Insofern ist das ein Konzept, das auch hilft, eben aus Rotationen zu bleiben. Dass Rotationen natürlich trotzdem in bestimmten Situationen notwendig sind, dann brauchst du manchmal eben eine zweite und eine dritte Rotation, um möglicherweise dann den Gegner in Probleme mit der 24-Sekunden-Uhr zu bringen, keine freien Würfe zuzulassen und so weiter. Die wird es immer geben. Deshalb ist, obwohl wir versuchen, Situationen so zu lösen, dass wir nicht in lange Closeouts und nicht in Rotationen kommen, trotzdem notwendig, am Closeout, abhängig davon, verteidige ich einen Werfer, verteidige ich einen Slasher und so weiter und so fort. Also an diesen Inhalten im Training zu arbeiten. Nochmal, Paint Switch heißt das? Bitte? Das war Paint Switch, ja? Ja, Paint Switch Paint. Okay. Heißt, dass wenn der Große, also dass wir nicht von außen nach innen helfen, sondern von innen nach außen. Und dass in solchen Situationen, wenn also der große Spieler den Ball und das sind dann die Seitenlinie und die Freiwurflinie der Zone, sozusagen die Demarkationslinie. Und wenn der Ball diese Linien überschreitet, dann wird er zur Verantwortung des großen Spielers. Und wenn ich als Verteidiger des ziehenden Spielers den Großen so aus der Ecke meines Auges kommen sehe, dann nehme ich entweder den großen Spieler oder wenn sozusagen ein dreifacher Switch möglich ist, also ein anderer mehr ist als ich selber und der den Großen nimmt, vielleicht sogar ein größerer oder physischerer Spieler als ich, dann würde mich das nach außen schieben. Und das dauert immer ein bisschen, bis die Spieler es verstehen, weil ganz oft rennen dann halt beide zum Ball und dann, ja, muss eben ein anderer aggressiv helfen und der fehlt dann in der Verteidigung außen und dadurch gibt es freie Dreier oder eben Möglichkeiten, Closeouts zu attackieren und genau das wollen wir eben durch dieses Konzept Paint Switch verhindern. Okay, danke dir erstmal. Sehr gerne. Das waren, Markus, erstmal die Fragen. Ja, genau, das wollte ich gerade nachfragen, danke. Einen Punkt möchte ich nochmal aufgreifen, Dirk, den du genannt hast, nämlich diesen Punkt Critical Teaching Eye. Wie können wir das als Trainer aus deiner Sicht selber üben und schulen, dass wir dieses kritische Auge bekommen bzw. weiterentwickeln? Das ist eine gute Frage, auf die ich keine wirkliche Antwort habe. Ich glaube, man muss sich darum bemühen. Ich glaube, dass wenn man ein Video anschaut, dass man nicht das Spiel als Fan sich anschaut, sondern versucht, sein Auge zu schulen für das, was da gerade passiert. Aber eine
bessere Antwort habe ich da auch nicht, außer eben sich als Trainer klar zu machen, dass das eine Verantwortung ist, dass die Verantwortung nicht nur darin besteht, sozusagen Druck zu machen, um für Intensität zu sorgen oder zu klatschen und rumzurennen und egal wie, sondern dass die Verantwortung eben auch für die Verteidigung darin besteht, auf die korrekte Ausführung der Kleinigkeiten, der korrekten Fußstellung, der korrekten Armstellung, der korrekten Winkelgebung, der korrekten Fußarbeit zu legen. Super Frage, mäßige Antwort. Nee, das hilft schon und weckt auch bei mir einfach Erinnerungen selber. Also ich finde, wenn man bei anderen Trainern abguckt, kriegt man auch viel mit. Ich glaube, das gehört dazu, zum Video schauen und, wie du gesagt hast, sich darum bemühen, Punkte aufzunehmen. Wir haben ja jetzt viel über die Defense gesprochen und wollten eigentlich auch noch über die Spielerentwicklung sprechen. Ja. Wie gesagt, ich habe dich das erste Mal erlebt, als ich selber im Hessen-Kader Trainer wurde und da warst du beim Bundesjugendlager und war ich selber überrascht, dass du als Herrenbundestrainer sehr stark trotzdem in die Jugendentwicklung involviert warst, Strukturen, Konzepte vorgelegt hast, vermittelt hast an uns. Was war deine Motivation dahinter? Und ja, das ist erstmal die erste Frage. Was glaubst du, ist wichtig für Trainer in der Jugendarbeit? Ja, also nur ganz kurz dazu. Ich habe eigentlich, also immer da, wo es auch gewünscht war, meine Aufgabe nicht so sehr limitiert verstanden, jetzt nur die Profi-Mannschaft zu trainieren, sondern eben auch nochmal, wenn gewünscht, Einfluss zu nehmen auf die Jugendarbeit. Also einerseits im DBB war eben die tragende Idee für mich die, eine gemeinsame Spiel- und Trainingskonzeption. Ich kannte das so aus Bayer Leverkusen, wo es eben eine sehr gut durchdachte Spiel- und Trainingskonzeption in der Jugendarbeit gab. Und damals war ja Bayer Leverkusen, als hat er mit Otto Reinches und dieser Generation von Detlef Schrempf und so weiter begonnen. Führend war in Deutschland in der Jugendarbeit und sie sind ja immer noch gut. Also sicherzustellen, dass wenn ein Spieler aus der U16 in die U18 geht, es eine logische und konsequente Fort- und Weiterentwicklung gibt und nicht einen Bruch und jetzt ist plötzlich alles anders. Jetzt, du hast gerade das Beispiel am Anfang genannt, nicht wahr? Mitte zu, dann ist plötzlich Mitte auf. Oder vorher wurde der Pick and Roll auf die eine Art verteidigt und plötzlich ist alles ganz anders und so. Weil ich glaube, das ist, ja, dann haben wir 2 Jahre lang verloren und ich glaube, es ist wichtig, dass es immer eine progressive, eine geplante und gut durchdachte und logische Entwicklung gibt in diesen Bereichen. Das war so, das war das eine. Und das andere war nochmal auch den Trainern immer wieder klarzumachen oder zu verdeutlichen, dass ja, der Verband muss interessiert sein, natürlich an guten Platzierungen, weil davon hängt dann immer auch sozusagen das Budget fürs nächste Jahr ab und diese Dinge. Am Ende besteht eure wirkliche Verantwortung und Aufgabe aber darin, Spieler zu entwickeln, die irgendwann die deutschen Farben international auf dem Nationalmannschaftsniveau der Senioren erfolgreich vertreten können und den Trainern in dem Zusammenhang versuchen zu erklären, oft ist das natürlich also bereits offene Türen einschlagen, aber trotzdem nochmal deutlich zu machen, was braucht es denn und was wird es in 4 oder 5 Jahren brauchen, um auf dem hohen europäischen Niveau als junger Spieler eine Rolle spielen zu können? Welche Fähigkeiten und Fertigkeiten sind notwendig, um
da überhaupt aufs Spielfeld kommen zu können und sich über Spielzeit weiterzuentwickeln. Wenn ich es jetzt so auf den Punkt bringen würde, dann war das, macht euch Gedanken darüber, wie ihr das europäische Spiel in euer Training transportiert, runterbrecht und transportiert und schaut nicht nur, obwohl ich sicher bin, dass es keiner der Trainer damals so gemacht hat, aber schaut nicht nur irgendwelche irren so Ballhandling und Dribbling-Drills an, die irgendwelche jungen amerikanischen Trainer machen, weil sie darüber Geld verdienen, ob das dann wirklich also einen Spieler weiterentwickelt in seiner Spielfähigkeit und so, das bezweifle ich. Also das war da so der Hauptansatz, nochmal deutlich zu machen, ihr seid für die Verantwortung, ihr seid für die Entwicklung unserer jungen Talentierten, insbesondere der Hochkaräter, verantwortlich und nur in zweiter Linie dafür, dass es irgendwelche hohen Platzierungen gibt, und macht die Dinge sowohl defensiv als auch insbesondere offensiv nicht zu kompliziert. Es geht nie darum, was man selber weiß und kennt, sondern es geht immer nur darum, den Spielern das zu geben, was sie brauchen, um erfolgreich Basketball spielen zu können. Also das war so die Grundlage. Wenn ich jetzt darf, weil ich meine, ich habe es mir auch aufgeschrieben, da will ich es jetzt auch zum Besten geben. Ja, klar. Ja, jawohl. Nochmal die Punkte, die ich für wichtig halte. Spielerentwicklung. Das erste wäre, gerade für die Hochtalentierten, eine Vision zu entwickeln. Also sich Gedanken zu machen darüber, wie kann bei einer optimalen Entwicklung dieser Spieler in 5 Jahren aussehen, bei dem, was er an Fähigkeiten und an Talent mitbringt. Also eine Vision entwickeln. Und nehme ich mal wieder, ihr kennt das alle, nicht wahr, das Beispiel von Dirk. Holger hat eben, als Dirk, weiß ich, als 13 war oder so, einen 7-Stufen-Plan für Dirk entwickelt und hat sich an diesen auch relativ konsequent gehalten. Und Grundidee war, den besten Werfer aller Zeiten, der 2,12 Meter groß ist, zu entwickeln. Das war sozusagen die Vision. Und dann wurde das in diesen 7-Stufen-Plan mit, ihr kennt diese Übungen alle, mit aus meiner Sicht extrem kreativen Übungsformen und so, von denen sich mir bis heute einige noch nicht erschlossen haben, aber das ist dann eher mein Problem, diesen Weg mit großer Konsequenz gegangen. Also eine Vision entwickeln für den Spieler und dann einen logischen und relativ klar definierten Plan für das Erreichen dieser Vision zu entwickeln. Was ich ganz oft erlebe im Jugendtraining, ist, dass es mir sehr beliebig vorkommt. Also heute machen wir Ballhandling und beim nächsten Mal wird dann geworfen und dann gibt es bestimmte Übungen zum Werfen und so. Und die wir aber, was aus meiner Sicht häufig fehlt oder was ich jedenfalls nicht erkennen kann, wenn ich es mir einige Male anschaue, ist sozusagen der rote Faden und die Idee hinter diesen Übungen. Also es darf keine Beliebigkeit geben. Jede Stunde, die man durch Beliebigkeit verliert, tut irgendwie weh in der Entwicklung des Spielers, gerade bei dem vollen Stundenplan, den die Kinder und Jugendlichen heute haben. Das Zweite wäre, ich glaube, es ist notwendig, auch vielleicht, wenn das nicht jedes Elternpaar oder jedes Elternteil gerne sieht, dass man Zeit verbringt mit denjenigen, die erstens das Talent und zweitens den Ehrgeiz und auch die Arbeitshaltung haben, die man benötigt. Also mit diesen Kindern so viel Zeit wie möglich zu verbringen, weil sie brauchen, um diese Schritte zu machen, viel mehr als Mannschaftstraining. Sie brauchen aus meiner Sicht eindeutig individuelle Zuwendung und sie brauchen
dieses Training mit Ihrem Trainer, vielleicht nicht immer, aber ganz häufig. Mein dritter Punkt wäre, dass es, also Talent ist sozusagen die Grundlage, um Profi zu werden. Ohne Talent werde ich nie Profi werden können, egal wie hart ich an mir arbeite. Was Talent ist, ist wieder ein anderes Thema, aber ich werfe das nur mal so in den Raum. Aber die Decke für Spieler ist immer ihre Arbeitshaltung, ist ihr Trainingsfleiß, ist ihre Einstellung zur Sportart, ist ihr Ehrgeiz. Und einerseits kann ich den entwickeln, aber andererseits ist er eben, das wissen wir ja, dass sozusagen das Einstellungsrepertoire von Menschen in aller Regel mit dem 12. Lebensjahr abgeschlossen ist. Und deshalb glaube ich, ist es nicht nur notwendig, auf das Talent zu schauen, sondern auch darauf zu schauen, wollen die wirklich oder sind das Spieler, die man jedes Mal sozusagen zum Training auf Händen tragen muss, weil auch dann sind die Chancen, dass daraus ein echter Spieler wird, eher gering. Ich glaube, dass es notwendig ist, den Ball in die Hände seines besten Spielers zu geben. Ich habe damals viele Gespräche geführt mit dem damaligen Cheftrainer von Baden-Württemberg über Paul Zipser. Und bei dem ersten Bundesjugendtreffen ist, glaube ich, vor Bundesjugendlager oder ist auch egal. Also das erste Mal, dass ich Paul in der Auswahlmannschaft Baden-Württemberg gesehen habe, hat er Flügel gespielt. Und obwohl relativ klar war, dass er eher kein Point Guard werden würde, war mein Ansatz doch, mit dem verantwortlichen Trainer zu reden und zu sagen, du musst mir den Gefallen tun und dem Jungen den Ball in die Hände geben, anstatt einem limitierten, zweiköpfe kleineren Aufbauspieler, der natürlich schon auch einen Schritt weiter ist oder zwei. Und mein höchster Respekt, ja, das hat er damals getan und das wurde dann, glaube ich, auch im Verein mehr und mehr getan. Und ich denke, das hat dazu geführt, dass Paul so ein ganz kompletter Spieler geworden ist. Für mich, so aus meiner Erfahrung, zwei Spieler, bei denen das ähnlich war. Der eine war Detlef Schrempf, der bei Otto Reinches in der A-, B- und A-Jugend von Bayer Leverkusen immer Aufbauspieler war. Er war damals noch nicht so groß, hat erst aufgehört zu wachsen, als er 21 war, aber war trotzdem sicher einer der größeren Spieler. Und trotzdem, nicht wahr, hat Otto Reinches, weil er dieses besondere Talent erkannt hat und wusste, die entwickeln sich nur, wenn man ihnen den Ball in die Hand gibt, Detlef eben ganz viel als Aufbauspieler eingesetzt. Und das zweite Beispiel ist Toni Kukoc, nicht? Der auch diese ganzen Fähigkeiten und Fertigkeiten alle entwickelt hat, weil er in der Jugendarbeit von Jugoplastica Split eben Aufbauspieler war, obwohl er der Größte in der Mannschaft war. Und ich glaube, davon können wir lernen. Wir machen das nicht immer, weil uns das Gewinnen wichtiger ist und dass vielleicht ein kleiner, wendiger, weil ja auch schon koordinierterer Aufbauspieler mehr hilft, dass würde ich im Zweifel anders entscheiden wollen. Der nächste Punkt wäre zu sagen, ja, man muss natürlich intensiv an den Stärken eines Spielers arbeiten. Überhaupt keine Frage. Das beste Beispiel ist Dirk, der, wenn er ein nicht so unfassbar guter Werfer geworden wäre, sicher nicht über 3 Jahre einer der besten 3 Spieler in der NBA gewesen wäre. Andererseits können aber extreme Limitierungen in bestimmten Bereichen auch dafür sorgen, dass Spieler nie eine Chance bekommen oder nicht auf dem Niveau am Ende erfolgreich sind, auf dem sie hätten erfolgreich sein können, wenn man früher angefangen hätte, an einem bestimmten Defizit zu arbeiten. Und der mir da einfällt, ist Steffen Hammer, der natürlich Europa-Liga gespielt hat, der mit der Nationalmannschaft bei Olympia war, der ein großartiger Aufbauspieler gewesen ist, aber
eben ein eher durchschnittlicher Drei-Punkte-Werfer. Und ich glaube, wenn sich jemand zu einem frühen Zeitpunkt ihm und seinem Wurf angenommen hätte, weil wenn man da zu spät rangeht, dann sind die Dinge so verinnerlicht, das wird schwierig, schlechte Mechanik aufzubrechen. Dann glaube ich, hätte er auch im Ausland für eine Europa-Liga-Mannschaft spielen können, bei der Übersicht, bei dem Willen, bei der Verteidigung, bei der Athletik, die ihn ausgezeichnet hat. Also nicht nur auf die Stärken schauen, das will man immer gerne, aber auch darauf schauen, was könnte ein limitierender Faktor sein für diesen hochtalentierten Jungen, um möglicherweise BBL-Spieler zu werden. Okay, ich lasse es einfach mal jetzt dabei, sonst wird es vielleicht dann auch zu lang. Aber das wären für mich so die wichtigsten Dinge. Und immer über positive Verstärkung und konstruktive Kritik für Weiterentwicklung sorgen und nicht über Bestrafung oder andere negative Motivationsstrategien und Kommunikation und Dasein für die Jungs, wenn es schlecht läuft, insbesondere dann und immer wieder auch an Einstellungsrepertoires arbeiten. Gerade für die ganz Guten ist dieses goldene Mittel zu finden zwischen ich bin richtig gut, ich kann eigentlich auch jedes Mal punkten, aber ich spiele ja in einem kollektiven Kontext und muss auch lernen, die anderen besser zu machen und zu involvieren. Das ist ein schwieriger Weg für junge Spieler, auch für Profis noch immer wieder. Und ihnen auf diesem Weg zu helfen, glaube ich, ist auch eine wichtige Aufgabe. Sie nicht nur als Spieler, sondern auch als Spielerpersönlichkeit zu entwickeln. Und das funktioniert nur, indem ich ihnen vertraue und indem ich ihnen Verantwortung übertrage. Ich hätte eine Frage zum ersten Punkt, und zwar zur Vision entwickeln. Ich weiß, als junger Coach, als ich angefangen habe, ist es schwierig, das Horizont sehr breit zu haben. Wie würdest du oder was würdest du jungen Coaches empfehlen, diesen Horizont zu erweitern, dass man auch die Vision damit erweitert hat? Gibt es da irgendwelche Tipps von deiner Seite aus oder Schritte, die man gehen kann als junger Coach, um die bestmögliche Vision zu haben für den Spieler X? Ich glaube, es ist wichtig, so viel zu hospitieren wie möglich und sich erfolgreiche, gute Trainer anzuschauen und sie zu studieren. Nicht nur das zu schauen, was sie, das kann man ja über Video machen, was sie spielen und wie sie verteidigen und so, sondern wie gehen sie mit der Mannschaft um? Wie verhalten sie sich im Training? All diese Dinge, glaube ich, sind wichtig. Und es gibt ja überall so viele gute Trainer in Deutschland. Und deshalb würde ich raten, so viel zu hospitieren wie möglich, weil von jedem kann man etwas lernen. Ich glaube, als Trainer muss man ja eklektisch arbeiten. Es darf nie darum gehen, irgendjemanden zu imitieren, nachzuahmen, sondern ich muss immer sozusagen als Trainer, junger Trainer, auch meine eigene Stimme finden. Aber alles andere, das glaube ich, verändert sich und verbessert sich, indem ich guten Trainern bei der Arbeit zuschaue. Videoanalyse hilft natürlich, und ich glaube, was immer hilft, ist Bücher zu lesen, die nicht nur mit Basketball zu tun haben, sondern Bücher über Psychologie zu lesen, sich mit Führungskonzepten und Führungsstrategien zu beschäftigen, die ganz unabhängig vom Sport sind, sondern die beispielsweise in der Wirtschaft umgesetzt werden und so. Und sich immer wieder in Situationen bringen, die einen extrem fordern. Auch wenn man glaubt, dass sie einen möglicherweise überfordern könnten, mutig sein und
wenn man gefragt wird, eine Fortbildung beispielsweise zu geben, nicht zu glauben, ich habe das noch nie gemacht und soll ich das und vielleicht mache ich einen Fehler und dann kann ich mich dann jahrelang auf YouTube bewundern, sondern gerade bei diesen Dingen mutig sein und sich immer wieder in Situationen bringen, in denen man sich weiterentwickelt. Dankeschön. Gibt es zwei, drei Tipps von Büchern, die du hast, wo du sagst, das haben oder die haben dir sehr viel geholfen? Das würde ich gerne nachreichen. Also um ehrlich zu sein, fallen mir die jetzt. Das eine heißt The Captain's Class, fällt mir doch jetzt ein. Und da geht es um unabhängig von Basketball, aber da geht es darum, herauszufinden, also wie sind Mannschaften strukturiert und was macht die Mannschaften aus, die am Ende erfolgreich sind. Und da wurden dann die besten 10 oder so und erfolgreichsten 10 Mannschaften analysiert, die es jemals im Sport gegeben hat. Fußball, Volleyball, Frauen, Volleyball, glaube ich, und so weiter und so fort. Also sozusagen Dynastien wurden untersucht darüber, was sie definiert hat und im Hinblick darauf, ob es sozusagen Parallelen zwischen diesen einzelnen Mannschaften gab. Und das beispielsweise finde ich ein sehr interessantes Buch, das sich lohnt für Basketballtrainer zu lesen. Dankeschön. Ich hätte eine Frage, die eigentlich beide Themenbereiche einschließt. Du hast sowohl in der Defense als auch jetzt bei der Spielerentwicklung darüber gesprochen, wie wichtig es ist, einen Plan zu haben und nicht beliebig einfach in die Halle reinzulaufen und irgendwas zu machen. Meine Herausforderung ist oft, dass ich mich oft frage, okay, was priorisiere ich? Wo fange ich an? Und jetzt sind ja auch viele Jugendtrainer wahrscheinlich hier dabei, die hoffentlich, wenn es wieder losgeht, sich vielleicht dieselbe Frage stellen und sagen, okay, jetzt dürfen wir wieder in die Halle, jetzt können wir auf dem Freiplatz mit unseren Jugendlichen. Hast du da eine Vorgehensweise, wie man priorisiert oder wo man anfängt? Also ich kann nur sagen, was ich priorisieren würde. Mhm. Ich glaube, dass also das hängt natürlich dann immer auch von den Zielen ab, ne? Ist ja klar. Also wenn jetzt mein Ziel ausschließlich wäre, NBBL Final Four zu spielen, oder wenn mein Ziel ist, in die Landesliga aufzusteigen oder so, und es nur darum geht, dann ist meine Priorisierung natürlich grundsätzlich anders, als wenn es auch um langfristige, insbesondere Spielerentwicklungen geht. Wenn es darum geht, über eine ganze Saison mit dem Ziel, eigentlich kommt es, solange ich mich qualifiziere, nur darauf an, in den Playoffs, also wenn es darauf ankommt, alle Boxes angekreuzt zu haben, dann glaube ich, sind folgende Dinge wichtig. Erstens, eine hohe Kompetenz beim Drei-Punkte-Wurf. Ich glaube, dass es ganz schwierig ist, im modernen Basketball zu gewinnen, wenn ich nicht auf allen 4 Außenpositionen darüber, wie stark sich die Position 4 verändert hat, brauche ich jetzt nicht zu dozieren, das wisst ihr alle. Aber ich glaube, es ist notwendig, zumindest kompetente Werfer auf allen Positionen zu haben, möglicherweise sogar auch auf der 5, weil wir gehen ja in Europa weniger, aber vielleicht kommt das auch in 4, 5 Jahren von 3 Außen, 2 Innen, mittlerweile ganz fast ausschließlich auf 4 Außen, 1 Innen, aber ich glaube, immer wieder wird man auch sehen, dass es so flüssige Übergänge gibt von 4 Außen, 1 Innen auf 5 Außen. Also nicht nur Stretch 5, nicht nur Stretch 4, sondern auch Stretch 5. Und also nochmal
aus meiner Sicht ganz großer Schwerpunkt in der Trainingsarbeit darauf, hohe Stabilität im Wurfverhalten zu erzielen. Und das geht, wie wir alle über diese 15.000 Regeln wissen, nur über ganz, ganz viele Wiederholungen in unterschiedlichen Situationen und mit unterschiedlichen Formen von Druck und so weiter und so fort. Also das wäre immer mein erster Schwerpunkt. Der zweite Schwerpunkt wäre immer Entscheidungsverhalten. Ich bin jetzt in Rostock in der zweiten Liga mit dem Ziel natürlich aufzusteigen. Aber wenn ich analysiere den Unterschied zwischen Europa-Liga-Niveau und einer Pro-A-Mannschaft oder auch ganz, ganz vielen BBL-Mannschaften, dann würde ich sagen, der entscheidende Unterschied besteht nicht in Größe oder Athletik, ganz im Gegenteil. Zum Teil ist die BBL athletischer wahrscheinlich oder sicher als Fenerbahce meinethalben oder solche Mannschaften, sondern es geht um eine extrem hohe Stabilität und Intelligenz im Entscheidungsverhalten. Diese Mannschaften auf dem höchsten Niveau machen keine Fehler und jede Entscheidung macht Sinn. Und das erlebe ich sowohl bei der eigenen Mannschaft hier als auch bei den anderen Mannschaften eben ganz anders. Damit Entscheidungsverhalten zu entwickeln, was wahrscheinlich die schwierigste Aufgabe für Trainer ist überhaupt, das glaube ich, ist eine ganz wichtige Verantwortung. Und das wäre also mein zweiter Schwerpunkt. Und das macht man eben ganz besonders über konstruierte Situationen. Also zum Beispiel ein Spieler A zieht von oben. Der wird verteidigt. Der Verteidiger lässt ihn auch durchaus mit Absicht an sich vorbei. Und dann steht Spieler B in der Ecke auf der Seite, auf der Spieler A ziehen wird. Und manchmal hilft der Verteidiger des Werfers in der Ecke hart. Dann muss ein früher, nicht ein später, immer ein früher gegen die Bewegung des Verteidigers gemachte Pass gespielt werden. Oder er hilft eben nicht, dann muss ich in Korbnähe verwandeln, was ja auch das Prinzip abbildet, dass ich drei Würfe will. Ich will an die Freiwurflinie, ich will am Ring abschließen und ich will möglichst freie Dreier werfen. Und ich will keine langen Zweier und ich will keine Zweier aus dem Dribbling, das wisst ihr, diese Dinge kennt ihr alle. Aber das wäre beispielsweise eine Übung, die man machen könnte, auch mit relativ jungen Spielern, um das Entscheidungsverhalten zu verbessern. Etwas, was wir immer noch mit allen Mannschaften immer getan haben, ist sozusagen sie mit Handicap spielen zu lassen, um zu verhindern, dass sie mit dem Ball Gras platt dribbeln, sondern entweder entschieden attackieren, und dann auch in der Lage sind, mit zwei, maximal drei Dribbling auch wirklich vorhandene Lücken in der Verteidigung zu attackieren und eben dann zu entscheiden. Wichtig ist, glaube ich, immer, dass man Spielern beibringt, in dem Zusammenhang nie zu schnell zu sein. Aus meiner Sicht die zwei wichtigsten Gründe, weshalb Mannschaften verlieren, ist, sie spielen offensiv zu schnell oder man sollte sagen, besser sagen, zu hastig. Insbesondere mit dem Ball und sie spielen defensiv zu wenig engagiert. Also auf Englisch würde man sagen, they play too fast on offense and they don't play hard enough on defense. Und all das sind Dinge, die man über solche Übungen, das kann man dann auch in 3 gegen 2 und so weiter schön abbilden, das kann man, wenn man am Entscheidungsverhalten aus dem Pick and Roll arbeiten will, über solche Unterzahl oder Überzahl Strukturen oder Szenarien finde ich sehr gut vermitteln und dann natürlich immer wieder durch Videoanalyse. Ich finde es, sehe das ja auch hier, dass immer die Neigung besteht, sich zu sehr auf den Gegner zu konzentrieren, anstatt auf die eigene Qualität und die eigene Weiterentwicklung.
Und deshalb glaube ich, ist auch Video ein hervorragendes Mittel, um konstruktiv, kritisch mit der Mannschaft oder Spielern zu arbeiten und dies nicht nur oder vor allem als Mittel der Spielvorbereitung zu nutzen. Das wäre mein zweiter Schwerpunkt. Dann mein dritter Schwerpunkt wäre, dass ich sicherstelle, dass es Spaß macht und dass die Spieler immer etwas gelernt haben, wenn sie nach Hause gehen. Und das ein Verteidigungsinhalt. Und da würde ich vor allem sagen, gerade am Anfang das Spiel 1-gegen-1, weil wenn ich nicht in der Lage bin, den Ball vor mir zu halten und zumindest ein akzeptables Maß an Druck auszuüben, dann wird meine Verteidigung nie gut sein. Insofern, glaube ich, muss es da anfangen und manchmal auch da aufhören. Insofern wären das dann die Schwerpunkte 3 und 4. Und wenn ich das wäre jetzt mein letzter Punkt, die Amerikaner sagen, if you want to be good at everything, you're going to be good at nothing. Ne, also so, wenn man alles, also wir machen jetzt noch eine Presse und dann noch eine Zone und wir haben jetzt 10 Halbfeldangriffe und weiß der Geier was und dann und so 1000 Schwerpunkte hat, was ja Markus deine Frage gerade auch so ein Stück weit beantwortet, dann ist man mit nichts gut oder 5 verschiedene Pick-and-Roll-Verteidigungen oder so. Ich habe das hier mit der Mannschaft gemerkt. Am Anfang war der Versuch eben, wenigstens 3 und dann 5 unterschiedliche Pick-and-Roll-Verteidigungen, abhängig von den Gegenspielern, abhängig vom Ort, auf dem der Pick-and-Roll auf dem Spielfeld stattfand und so weiter und so fort, zu vermitteln. Und am Ende konnten wir gar nichts. Also am Ende war nur Konfusion, weil einfach die Komplexität zu groß war für die Vorerfahrung der Spieler. Und dann haben wir es komplett vereinfacht und haben jetzt im Grunde nur noch eine Form der Pick-and-Roll-Verteidigung, die aber mittlerweile dann eben auch sehr gut funktioniert. Und sie funktioniert eben mit dem Ansatz, auch wenn es nur eine Sache ist, die wir tun, wir wollen diese Sache besonders gut machen und eine Antwort haben auf all das, was der Angriff dagegen unternimmt, als sozusagen über Wechsel und über unterschiedliche Abläufe den Gegner zu verwirren und in aller Regel uns selber mehr zu verwirren, als wir den Gegner verwirren. Und insofern war das dann auch eine Veränderung, die wir hier vorgenommen haben. Und nochmal, es kommt nicht darauf an, was man weiß und was man alles schon vorher gemacht hat, sondern es kommt darauf an, was kann die Mannschaft, das Spielermaterial, die einem zur Verfügung stehen, was können sie umsetzen und was können sie stabil im Wettkampf, wo der Kopf rennt und der Druck groß ist und die Hände und die Füße zittern, was können sie da stabil und verlässlich abrufen? Ja, vielen Dank. Das hat meine Frage sehr gut beantwortet. Razvan, wir hatten noch ein paar Fragen im Chat, mit denen wir abschließen können. Vielleicht ja, genau. Matthias, du hast eine Frage. Matthias ist eingeschlafen. Ich hoffe nicht. Ich habe zu viel erzählt. Also Mikrofon ist erstmal an, das ist mal gut. Sonst würde ich vorschlagen, gehen wir zur nächsten Frage und bis dahin kriegt der Matthias sein Mikro vielleicht an. Dann würde ich Kai nehmen, bis Matthias das hinbekommt. Kai, du müsstest jetzt die Frage stellen können. Kai bringt die Kinder ins Bett. Ich glaube, das sind Razvans Kinder. Die jetzt ich glaube, dass ich meine, ich versuche schnell wieder stumm zu schalten. Ah, jetzt könnt ihr mich hören? Ja. Ah, super. Okay. Sorry, ich habe nochmal eine Frage. Und zwar geht es nochmal zurück zu Defensivkonzepten. Und seit dieser Saison gibt es in der Bundesliga
ein Team, das bei dem sehr viel von einer Switch-Defense gesprochen wird. Wieso ist es so schwer, gegen diese Defense zu spielen? Und warum finden die Mannschaften nie das Mismatch? Denn wenn du ständig switchst, dann muss es ja irgendwo mal ein Mismatch geben. Und warum nutzt man das nicht aus? Ja, ich glaube, es ist, nicht so schwer, dagegen zu attackieren. Es braucht ein bestimmtes Personal, um das erfolgreich zu tun. Die Amerikaner reden davon Switchability als eine Fähigkeit von großen Spielern. Also wenn sozusagen das Ziel ist, jeden Block am Ball zu switchen und das eine hohe Priorität hat und Mannschaften auch danach rekrutieren, also zum Beispiel große Guards verpflichten und große Spieler zu verpflichten auf den Positionen 4 und 5, die vielleicht nicht 2,12 Meter sind, sondern die 2,04 Meter sind, athletisch sind und Guards vor sich halten zu müssen, dann ist es natürlich ein sehr probates Mittel und schwierig dagegen anzugreifen. Aber Gott sei Dank gibt es ja noch andere Mittel des Angriffes, als nur Pick and Roll zu spielen. Switching hat immer auch sozusagen den Nachteil, dass es zu Misskommunikation kommt, dass plötzlich dann doch zwei einen spielen. Also auch da gibt es Möglichkeiten, Verteidigung dazu zu verleiten, diesen Fehler zu machen. Aber grundsätzlich ist das, würde ich sagen, seit also wenigstens 5 Jahren, gerade auch in der Europa-Liga und so, wird ganz viel geswitcht, insbesondere im letzten Viertel. Und das ist schon eine sehr, sehr gute Möglichkeit, Pick-and-Roll-Situationen zu verteidigen, weil auch sie einem eben erlauben, es sei denn, man hat kleine Guards und muss viel zu Triple Switches gehen, einem hilft, aus Rotationen herauszubleiben. Und über die Vorteile, das zu vermeiden, haben wir ja vor einer guten Stunde geredet. Also insofern, auch dagegen kann man gut angreifen. Aber weil es nicht so viele Vereine tun, es für viele Spieler ungewohnt ist und gerade wenn das richtige Personal in einer Mannschaft besteht, dann sicher eine sehr, sehr gute Möglichkeit, Pick and Roll zu verteidigen. Also nochmal so in dem Zusammenhang, ne, manchmal werden ja dann auch einfach so Dinge von den Medien plötzlich dann gehypt, also Switching Defense, so. Das hat Ron Adams in Fresno State schon in den 80er Jahren gemacht. Also andere Mannschaften haben das auch schon viel früher getan. Insofern ist das jetzt überhaupt nichts Neues. Auch da wurde das Rad nicht neu erfunden. Und Ron Adams hat, als er sozusagen defensiver Koordinator bei den Golden State Warriors war, eben ganz viel geswitcht. Aber die hatten eben auch die richtigen Leute und hatten Spieler, die sehr, 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 sehr klug waren. Insofern, ja, nichts Neues, aber mit dem richtigen Personal und Spielern, die in diesen Situationen auch klug entscheiden, sicher eine sehr interessante Verteidigungsoption. Danke, Kai, für die Frage. Und ja, Dirk, wir kommen an die 90 Minuten. Wir hätten noch eine letzte Frage, wenn es für dich okay ist. Von Matthias, sein Mikro funktioniert leider nicht, deswegen lese ich die Frage mal vor. Er fragt, macht es Sinn, einen Trainingsplan mit Zielen für die Saison aufzustellen? Also ich nehme an, er meint einen jahres- oder langfristigen Trainingsplan. Und wie lange sollte man ein Ziel, zum Beispiel Ballhandling oder Werfen, verfolgen, bevor man zum nächsten übergeht? Ich glaube, es gibt bestimmte Inhalte, die man das ganze Jahr hin priorisieren muss. Und davon muss Werfen sicher einer sein. Ja. Bei anderen Dingen, glaube ich, muss es eine Entwicklung geben. Beispielsweise Verteidigung, erster Schritt,
Verteidigung am Ball. Zweiter Schritt, Verteidigung, einen Pass weg vom Ball. Dritter Schritt, wie auch immer. Und da wird dann eben entsprechend auch gewichtet. Das heißt aber nicht, dass man bestimmte Inhalte dann komplett weglässt, sondern sie werden eben nur in der Bedeutung, die sie im Training haben, deutlich verringert. Aber Werfen beispielsweise, Entscheidungsverhalten, das glaube ich, sind zwei Inhalte, die immer eine große Rolle im Training spielen müssen. Ich glaube schon, dass es notwendig ist, einen Plan zu haben. Einfach sozusagen so wie so eine Leitplanke, an der man sich orientiert. Aber Pläne dürfen nie Dogma sein. Und mit Plänen muss man immer natürlich auch mit einem hohen Maß an Flexibilität umgehen. Keine Frage. Also nicht Dogma, aber Leitfaden. Ich glaube, das wäre die Aufgabe von Planung oder Plänen. Ja, vielen Dank von meiner Seite, Dirk. Das waren wirklich ganz, ganz tolle Einsichten. Ich habe 2-3 Seiten Notizen schon aufgeschrieben. Also ich habe auf jeden Fall was mitgenommen. Und Monika hat auch geschrieben, sie ist auf jeden Fall wach geblieben. Also Moni! Ja. Genau. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne. Wenn jemand von euch vielleicht mal, wer weiß, wie lange ich hier noch bin, aber jemand hier in der Nähe ist oder eine Frage hat, dann sage ich euch eben noch meine E-Mail-Adresse. Das ist d.bauermann@t-online.de. Ihr könnt euch immer gerne melden, und wenn jemand mal zu einem Training kommen will hier in den hohen Norden, immer sehr, sehr gerne. Das ist ein perfektes Abschlusswort, und ich hoffe, du kriegst jetzt nicht zu viele E-Mails und kannst da jetzt durch. Aber ja, vielen Dank auch an alle, die dabei waren heute Abend. Wir, für euch zur Info, wir machen jetzt monatlich weiter. Das heißt, am 12. April wird unser nächster Termin sein. Das ist immer der zweite Montag im Monat. Da werden wir weitermachen. Schaut einfach auf die Webseite oder auf unsere sozialen Medien, und da seht ihr immer die aktuellen Infos und wer als nächstes dran ist. Dirk, nochmal vielen Dank. Gibt es noch ein letztes Abschlusswort von deiner Seite? Nö, also schön, dass alle wach geblieben sind, und haltet eure Kinder und Jugendlichen bei unserer Sportart. Das ist ja, ich meine, so als Profitrainer, klar, da sind jetzt die Zuschauer nicht mehr in der Halle. Aber sonst, ja, wir können unserem Beruf und unserer Leidenschaft nachgehen. Aber für die Kinder und damit ja auch irgendwie für die ganzen extrem engagierten Jugendtrainer schon eine richtige Scheißzeit. Also, ne? Genau, bleiben wir tapfer und bleiben wir dran. Haltet Richtung. Genau. Alles klar. Perfekt. Dann vielen Dank nochmal. Grüße in den schönen Süden. Ja. Ciao. Dankeschön. Tschüss, schönen Abend zusammen. Ciao. Ciao. Danke auch. Tschüss, schönen Abend. Danke dir. Ciao. Hallo Kai. Servus, ihr Lieben. Grüß euch. Marco, kann ich die Aufzeichnung anhalten? Ja, ich mach's.